Hallo zusammen, ich bin der Matthias und möchte euch gerne das Horn vorstellen. Das Horn ist ein wunderbares Instrument. Es wird sehr oft eingesetzt, zum Beispiel in der Filmmusik. Begrüßt habe ich euch nämlich auch schon mit Filmmusik, nämlich mit, na, wer hat es erkannt? Genau, es war Star Wars. Wenn ihr das nächste Mal einen Film schaut, dann könnt ihr ja mal auf die Musik achten. Da werdet ihr ganz bestimmt das Horn hören. Das Horn wird in ganz verschiedenen Formationen benötigt. Im Blasorchester, im Sinfonieorchester, bei den Blechbläsern, bei den Holzbläsern. Aber Moment mal, bei den Holzbläsern? Kann das denn stimmen? Das Horn ist doch aus Metall. Also gehört es doch zur Familie der Blechblasinstrumente. Das ist schon mal klar. Aber warum kann dann das Horn auch bei den Holzbläsern eingesetzt werden? Na, das Horn ist einfach so vielfältig und hat einen so vielfältigen Klang, dass es beinahe überall eingesetzt werden kann. Vielfältiger Klang? Kann das Horn denn wohl noch anders klingen, als es jetzt eben bei Star Wars geklungen hat? Ja, das kann es. Und wie? Passt mal auf, es kann ganz zärtlich und einfühlsam klingen. Es kann aber auch knallhart, blechern und böse klingen. Vor allem hat es aber einen unglaublich riesigen Tonumfang. Es ist möglich, sehr hoch zu spielen. Aber es ist auch möglich, ganz tief zu spielen. Ich spiele euch jetzt genau das gleiche Lied aus Harry Potter nochmal in tief vor. Und ihr werdet merken, dass es ganz anders klingt. Alles in allem ist das Horn ein extrem flexibles Instrument mit einem enormen Tonumfang. Wenn du Lust hast, das Horn zu lernen, dann musst du keine Angst haben, dass es vielleicht zu groß für dich sein könnte. Es gibt auch kleinere Hörner, die speziell für Kinder geeignet sind. Mit diesem kleinen Horn könnt ihr bereits ganz früh loslegen. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass es sich immer lohnt, Horn zu lernen.